Ihr müsst in den Zug steigen. Das ist der Bahnhof. Seht ihr es denn nicht? Der Vorhof der Unterwelt. Der Kreislauf hält alles im Gleichgewicht. Und deshalb fahren alle Seelen Nerims mit dem Zug des Ewigen einher, um diese vollkommene Ausgewogenheit zu wahren. In der Tat, für einen Gefallenen habt ihr erstaunlich viel Farbe im Gesicht. Sagt, wie seid ihr in diese Halle gekommen? Zwar ist Zeit für mich kein Begriff, aber wenn sie es wäre, würde ich behaupten, ihr kommt von oben, nicht wahr? Von der Oberfläche, dem Ort, wo des Menschen Streben nach Macht, einen höheren Rang als die Herrschaft des Schicksals. Und ich sehe, ihr verfolgt einen Plan. Ihr wollt durch unsere Stadt an die Oberfläche gelangen. Wieder zurück an das Licht, das diese Karte. Sie trägt das Antlitz des Firmaments und dringt bis in die tiefsten Sphären der Unendlichkeit vor. Austreomar. Dann ist dies die Sternenkarte der Altvorderen. Unser Tor zur Heimat. Steigt ein. Wir ändern den Fahrplan. Wir fahren in die Stadt des Sternenvolkes. Nach Anku, wie es die Blinden von der Oberfläche nennen, weil sie den vollen Namen nicht aussprechen können. Aber so steigt doch ein. Bringt dem König die Karte. Und verliert. Selten trifft es sich, dass der Seelenzug in der Welt der Lebenden zum Stehen kommt. Ihr kamt aus der Unterwelt emporgefahren und genießt deshalb unser Vertrauen. Wir schätzen das, was unter uns liegt, fast genauso hoch wie das über uns. Kommt hinter mir her. Wir gehen nun durch die größte Halle des Sternenvolkes, durch Anku Medrotikep Masudestrivo. Oder Anku, wenn ihr euch den vollen Namen nicht merkt. Anku ist die größte und prächtigste Halle des Sternenvolkes in Nerim und leider auch die einzige, die noch bewohnt ist. Die schärfsten Schwerter.
Dort vorn sitzt der König des Sternenvolkes. Redet ihn mit König an. Lasst mich euch anschauen. Ah ja, Zugunglück. Das war vor 17 Jahren. Damals war ich auch das letzte Mal in Kabaet. Dort kaufen wir immer unser... Das habe ich doch gleich gesehen. Ihr habt so einen verschmitzten Teint auf eurer Haut, wie einer meiner Großväter dritten Grades. Aber exakt so. Potzblitz, ein Faultier. Mein entfernter Neffe ist so ein Faultier. Und er hat eine Frau, die hatte neulich einen Eisprung. Die Karte, die wir brauchen, um in den Himmel aufzufahren und in das Land unserer Urahnen zurückzukehren. Wahrlich, das wird gerade belagert, wie ich hörte. Geschieht den Gaunern da ganz recht bei den Bierpreisen, die wir immer abdrücken müssen. Hey, Heimann, bring doch diese nette Oberweltlerin wieder nach oben. Zeig ihr den Geheimpfad, ach ja, und führ sie gleich noch am dicken Erwin vorbei. Wie ihr befehlt, mein König. Na, dann kommt's. Wir sind hier ziemlich tief im Berg. Bitte alles einsteigen. Nächster Halt, Oberwelt. Da ist er, der dicke Erwin. Um ehrlich zu sein, ich finde diesen Namen schrecklich. Der König hat ihn sich während eines Festes ausgedacht. Früh morgens, wohlgemerkt. Es ist ein Sternenschiff, wisst ihr? Damit kann unser Volk bald in den Himmel aufsteigen und dahin zurückkehren, von wo die Altvorderen einst kamen. Bisher hatte uns noch eine Karte zur Orientierung im Weltraum gefehlt. Aber dank euch haben wir die nun. Kommt weiter. Der Ausgang ist gleich da vorne. Die fahrenden Händler zu eurer Verfügung.
Der König hat gesagt, ich soll euch den Geheimpfad zeigen. Das ist ungewöhnlich, denn diesen Pfad kennen nur wir vom Sternenvolk. Hinter dem Dickicht beginnt der Pfad. Er ist sehr schmal, also gebt acht. Er endet direkt in der Feste von Kabaed. Dann lebt wohl. Vielleicht sehen wir uns nie wieder, denn schon bald wird das Sternenvolk zu sein. Was haben wir denn da? Jemanden, der aus dem verborgenen Gang der Zwerge entschlüpft ist, wie? Glück für euch, denn dies bedeutet, dass ihr nicht zu des Kanzlers Männern gehört. Ihr dagegen steht wohl in der Zwergengunst, wie? Nicht schlecht. Nun, da ihr den beschwerlichen Weg hierher sicherlich nicht ohne Grund auf... Ich bin sein Herrführer und Berater. Und ihr seid gerade in meinem Arbeitszimmer. Seid gegrüßt, Freund von außerhalb. Verstehe, das alte Kloster wird belagert und Callisto will, dass ich euch dabei helfe, Arantheal zu finden und zu befreien. Wenn ihr vom Orden kommt, dann könnt ihr sicherlich Magie wirken. Ich habe keine Zauberer mehr in meinen Reihen, also kommen mir eure Fertigkeiten sehr zugute. Die Belagerung meiner Stadt zieht sich nun schon viel zu lange hin. Es ist einfach erklärt. In Kabaed selbst gibt es nicht genügend Soldaten für einen Ausfall, aber bis vor kurzem hatten wir noch Kontakt zu einem Trupp in den Wäldern. Diese Soldaten gehören zu den Besten. Also gehe ich davon aus, dass sie alle noch leben. Ihr und mein Hauptmann werdet ihre letzten Positionen aufsuchen. Dies kümmert euch aber nur um die Truppen an den Tribüken und direkt vor dem Tor. Um das Heereslager anzugreifen, sind...
Ihr beide könnt über einen Abwasserkanal nach draußen gelangen. Der Hauptmann kennt den Weg. Sobald die Soldaten vor meiner Stadt besiegt sind, werde ich meinen Teil der Abmachung erfüllen. Und dann steht das Ende der Belagerung also kurz bevor. Wenn ihr noch Ausrüstung braucht, dann findet ihr sie in den Läden hier. Ich kann so lange warten. Lasst euch aber nicht so viel Zeit. Da sind wir. Ab jetzt müssen wir vorsichtig sein. Im Kanal gibt es ein Tor, das sich nur von dieser Seite öffnen lässt.